zu World of Motor Show. Jeffrey und Sandro präsentieren Ihnen atemberaubende Action pur. Egal, ob auf Vierrädern, Zweirädern, es wäre besser für Sie, wenn Sie sich anschnallen. Und stellen Sie das Rauchen ein. Wir wollen doch nicht, dass alles in die Luft fliegt, oder? War ein Scherz. Wir präsentieren Ihnen Action, Speed und Nervenkitzel. Vom Motorrad bis zu unseren 900 PS starken Monster Trucks. Empfangen Sie das Stunt-Team bitte mit einem kräftigen Applaus. Show beginnen. Heute Morgen stelle ich Ihnen jeden Stuntfahrer namentlich einzeln vor, damit auch Sie heute Vormittag wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Der erste zur Mitte. So, hier haben wir den ersten Verrückten. Das ist unser David Nicoletti, der Mann, der sich heute für Sie vom Autokran in die Küche stürzen lässt. Und unser Kamikaze-Crash-Pilot. So, hier haben wir den zweiten im Bunde. Das ist Anthony Korb, 20 Jahre alt. Motorradspezialist, Two-Wheel-Driver, Monster-Truck-Fahrer und Crash-Pilot. So, hier haben wir den jüngsten der Show. Das ist der Kenny Stuntman Korb. Er präsentiert ihn nachher mit seinen Motorbikes, was er so drauf hat. So, und ganz zum Schluss komme ich. Mein Name ist Jeffrey Korb, der Cheffahrer der heutigen Veranstaltung. Spektakulär los mit den verrücktesten Rennen auf engster Distanz, und zwar Driftfahrten vorwärts um 180 Grad gedriftet, dann das Ganze synchron gedriftet, alles mit zwei Fahrzeugen. Eine Kurve drehen, dann wird unser Anthony einmal durchstarten und wir beide werden uns auf zwei Rädern einmal abklatschen. So, Anthony, startfrei, Junge, auf geht's, über die Rampe und zack, auf zwei Räder. Einmal die Hand raus. Und anklatschen, Junge. Und, oh, das war vorbei. So. Jetzt nochmal das Ganze, Anthony. Jetzt nochmal bitte und jawohl, super! So, dann Achtung! So, unser Anthony muss natürlich jetzt eine gerade Linie ziehen und ich muss mich dann sauber neben dran setzen. Achtung! Wahnsinn! Schickst du mir? Hä? Schickst du mir? Ja. Absetzen. Super!
setzen. So. Ein Problem bei den neueren Fahrzeugen, diese Kupplungen halten nicht mehr viel aus. Die Kupplung hier ist schon wieder am Limit, die ist schon wieder fast weg und das ist schon die dritte in diesem Jahr, weil man mit ständig schleifender Kupplung so extrem fahren muss, um das Fahrzeug so langsam und eng um die Kurve zu kriegen. Sein Guinness-Weltrekord lautet Autoslalom um 5 Pylonen und zurück auf nur 2 Rädern. 2015 in Shanghai, China, gewann er seinen ersten Titel mit... So, das Ganze natürlich für sein Publikum mit einer Hand. Schauen Sie mal. Und das Ganze natürlich mit 225 Stundenkilometern. Eine Hand für sein Publikum. Schauen Sie mal. Wahnsinn. Hinten den Bremsfallschirm ziehen, Junge. Okay. Weiter geht es. Das Ganze kniet auf der Sitzbank und über die Piste. Und noch eine Hand. Junge, Junge, Junge. Wahnsinn. Schauen Sie mal. Der geht heute aufs Ganze. So. Jetzt geht es natürlich weiter. Das Ganze stehen auf der Sitzbank. Lass die Hand dran. Und das Ganze natürlich wieder mit einer Höllengeschwindigkeit von 185 Stundenkilometer. So, er hat aber zu mir gesagt, Papa, ich will unbedingt was richtig Gefährliches machen, richtig gefährlichen Stunt, irgendwas mit Feuer. Und jetzt für sein Publikum geht er durch ein brennendes Feuertor. Achso, Zündung. Kopf einziehen und wow, super! So, jetzt aber. Meine Ehrgeiz, das Bad geht einfach aus auf zwei Rädern. Obwohl es vollgetankt ist, kommen sie hier auf dem Fahrzeugdach landen und ein Sturz wäre natürlich vorprogrammiert. Diese Dache, die Sie jetzt sehen, haben wir zusammen mit Rémy Julien aus der Nähe Frankreich ausgetüftelt. Rémy Julien war einer der besten Stunt-Koordinatoren weltweit für Hollywood-Filme. Taxi 1, Taxi 2 und Taxi 3 hat er natürlich die ganzen Stunts mit uns zusammen abgedreht. Und heute live für Sie aus Frankreich, der Death Table, der Abschuss eines Suzuki Quads mit Stuntman. David, Starter, Junge. Aufs Dach kippen und nur auf dem Dach langrutschen. Und Sie wissen, Metall und Asphalt ist sehr rutschig. Aus diesem Grunde haben wir die Reifen auf dem Fahrzeugdach. So, Showtime für den ersten Überschlag. Achtung! Perfekt überschlagen. Auf den Grund gibt er jetzt nochmal Schiebelock von hinten für den zweiten Überschlag. Achtung! Und über die Ampel, zack, zack. Und auf die Räder. Aua. So, der Abstand von 10 PKWs. Achtung! Locker über die Entfernung von ca. 12 Fahrzeugen, die unser Anthony jetzt überspringt. Achtung! Wow, locker! Das ist der einzige Stunt-Driver deutschlandweit, der mit einem MAN TGA 18 Tonnen 430 PS in der Schräglage fahren kann. Er präsentierte diesen Stunt erstmalig live im ZDF-Fernsehgarten in Mainz 2020 und wurde mit dem AHR-Rekord ausgezeichnet. Und nun live für Sie, Jeffrey Cord.
reindrücken, weil das ist, wenn wir absetzen da hinten, ganz heftig. So, wir gehen natürlich nochmal auf zwei Räder. Und das Ganze mit einer Hand für mein Publikum.
Robin? Stopp, 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 stopp. Das geht auch besser, oder? Das war ja wie zu Hause bei Oma am Kaffeetisch. Leute, soll er starten? Ja! Jawohl, das war doch schon viel besser. Und Action. Los geht's. Achtung. Position. Jawohl, passt alles und Action. Achtung. Einfach der Hammer. Wenn er geht, dann rollt gleich weg. Das Ganze aber von der anderen Seite. Ganz gut, Wacker. Fahrzeug.